Ja, mit Beauty und Kosmetik geht's los, liebe Zuschauer. Und ich glaube, du bist schon ganz fleißig mit dabei hier. Sie sehen mich, aber Sie hören eine andere Stimme. Und das ist auch gut so. Das ist so ein bisschen das Kommentieren von Rasieren. Und für den Reim müsste ich jetzt eigentlich schon wieder in das Engelmannsche Sparschwein 2 Euro schmeißen. Aber es ist so, denn wir haben jetzt für Sie genau das richtige Gerät, um ja, kurz nachzurasieren, wenn Sie unterwegs sind. Denn das kennen wir Männer alle. Denken Sie sich jetzt dieses zauberhafte Gerät weg und Sie sehen hier zum Beispiel irgendwo im Auto noch ein längeres Haar. Dann geht das Gezupfe los. Hat man meistens irgendwo vergessen. Den Rasierer von zu Hause mitzunehmen, ja gut, im Auto ein bisschen unpraktisch. Auf Reisen auch ein bisschen unpraktisch. Und auf dem Weg zum Geschäftstermin echt erst recht unpraktisch. Deswegen jetzt dieses echte kleine Wunderwerk. Das ist nämlich unser Pearl.de Mini-Rasierer. Und das ist eine Pearl-Edition, Herr Ruhler. Und dementsprechend ist die mal zu einem einzigartigen Preis jetzt verfügbar. 6,56 Euro für so viel Luxus, für so viel Komfort. Denn du hast vollkommen recht, meinen normalen klassischen Trockenrasierer, das ist schon ein ganz schön wuchtiges Teil, den immer mit mir rumzuschleppen, habe ich nicht so ein wirkliches Interesse dran. Mhm. Trotzdem, wenn man vielleicht dann von mir aus von einem Termin zum nächsten hetzt und nicht mehr die Chance hat, mal eben kurz zu Hause einen Zwischenstopp zu machen und sich nochmal ordentlich glatt zu rasieren, ist sowas natürlich wirklich Spitzenklasse. Denn der kann genau das, was auch ein Großer kann, nur eben hier in einer etwas kleineren, kompakteren Form. Der ist klein, der passt sich trotzdem den Gesichtskonturen an. Und jetzt passen Sie mal auf, es ist wirklich auch richtig leistungsstark. Ich habe mich extra mal nicht rasiert. Und jetzt passen Sie mal auf, in der Nähe des Mikros sind natürlich bei mir extrem viel Haare. Und jetzt hören Sie mal zu, wie dieser Scherkopf arbeitet. Wahnsinn, und das für diese kleine Größe. Klein und kompakt und somit genau immer dahin mitnehmbar, wo Sie dann irgendwann merken, oh Gott, ich habe eine Problemzone, ich habe was vergessen. Denn morgens, das wissen wir alle, ist jede Minute kostbar. Und wenn man dann den Badbesuch und die Rasur vor dem ersten Kaffee macht, dann ist meistens genau das, und das kennen Sie, das kenne ich, man sitzt im Auto und denkt, wirklich, alles klar, ist alles glatt rasiert, der Tag kann beginnen. Dann gucken Sie in den Rückspiegel und denken, oh, was ist denn das? Da habe ich was vergessen. Ja. Und genau für dieses Vergessen ist das eben das ideale Gerät. Denn es passt wirklich überall hin. In die Mittelkonsole, ins Handschuhfach. Es ist überall im Auto wunderbar versteckbar. Und dann durch Batteriebetrieb immer dann einsatzbar, wenn ich es brauche. Und dann kommt da noch eine wunderbare Schutzkappe drauf. Mhm. Und dann können wir sicher sein, es bleibt hygienisch geschützt im Handschuhfach. Und wenn es dann mal sein muss, dann können Sie loslegen. Natürlich auch auf Reisen, natürlich auch im Hotel das Ideale. Denn nur mal, wenn man über eine Nacht zum Beispiel auf einem Geschäftstermin unterwegs ist, dann kann der große Rasierer zu Hause bleiben. Und ich nehme nur den mit und rasiere einfach mal schnell nach. Es ist eben einfach so. Und das habe ich früher bei meinem Vater immer gesehen. Ich habe nicht gedacht, dass das bei mir irgendwann auch mal kommen könnte. Aber es ist mittlerweile auch bei mir so, dass ich mich, wenn ich es vernünftig betreiben möchte, tatsächlich auch zweimal am Tag rasieren muss. Morgens natürlich vernünftig. Wenn es dann aber in den Abend hineingeht, merke ich, dann kommt dann schon wieder die Schatten, dann wird schon wieder kratzig, du kratzt. Ich denke, das sind Sätze, die du sicherlich auch schon mal gehört hast, und dann geht es natürlich dann wieder los. Wie kriegt man dieses Barthaar jetzt einigermaßen weg? So etwas habe ich zur Not immer mal in der Hosentasche oder mal eben im Handschuhfach vom Auto. Und das Schöne ist, man kann ihn natürlich auch vernünftig ausreinigen. Kleiner Reinigungspinsel ist ebenfalls mit dabei, und diesen Scherkopf da oben kann man auch abnehmen. Das zeigt Ihnen der Carsten nicht gerade mal hier. Das ist super praktisch, denn eben dieser kleine Scherkopf einfach schnell abgenommen. Sie haben es eben gesehen, das geht ratzfatz. Und dann können Sie eben, gucken Sie mal ganz einfach mit dem Pinsel, super, das schnell reinigen, Scherkopf wieder drauf und fertig. Ja. 6,56 Euro. Statt 12,90 Euro. 6,56 Euro für die absolute Sicherheit, dass Sie immer dann, wenn Sie unterwegs sind, sicher sein können, dass Sie auch wirklich überall glatt rasiert sind. Dass Sie auf Reisen garantiert sicher sein können, dass zum Beispiel, ja, Bordrolli mitnehmen. Ja, wie groß ist denn da der Platz für den Hygienebeutel? Nicht wirklich groß. Das heißt, Hemd rein, Hose rein, Jacke rein, der Winter steht vor der Tür. Etwas dickere Jacke schon ist der Bordrolli. Also das Handgepäck ist dann voll. Und da können Sie sicher sein, dass dieser kleine Freund nicht viel Platz wegnimmt. Und er nimmt auch nicht viel Geld weg. Und 49% Preisersparnis. Wenn man jetzt mal überlegt, du gehst in, ja, ein Drogeriegeschäft und kaufst dir irgendeinen Notrasierer, wenn du unterwegs bist. So, was kaufst du denn da? Kaufst du einen Beutel mit ein paar Einwegrasierern, die kosten dann 7,99, 4,99. So, und im Endeffekt brauchst du nur einen. Und alles dazu, jetzt für 6,56 Euro. Sicher sein, dass ich mich, egal wo ich bin, gut, sicher und vor allem absolut im Handumdrehen elektrisch rasieren kann. Und wenn wir jetzt beim elektrischen Rasieren sind, dann verlassen wir jetzt den Reisebereich und gehen jetzt eben in das morgendliche Badezimmer. Und da können wir ganz sicher sagen, jetzt haben wir den richtigen elektrischen Rasierer für Sie.
Jetzt, wenn ich jetzt natürlich auch noch ergänzen möchte, dass dieser Rasierer auch noch wasserfest ist, das heißt, um dein Einwand am Eingang unserer Sendung nochmal zu wiederholen, morgens ist jede Minute kostbar, kannst du dich hiermit sogar unter der Dusche rasieren, im Nassbereich. Das heißt, auch wenn du unter der Dusche stehst, unter dem Duschstrahl, funktioniert der Rasierer immer noch. Das ist doch jetzt mal eine richtige Zeitersparnis, oder? Hätte Paul Janke das gewusst. Ja. Und hätten Sie gestern Big Brother gesehen, dann, also das Promi-Ding, dann hätten Sie gewusst, ja, unter der Dusche wird sich dann auch an Körperstellen rasiert, wo, ja, man eigentlich normalerweise nicht rasiert. Jetzt ist aber der Punkt gekommen, das möchte ich natürlich dann auch, ja, nicht mit der Klinge machen, sondern elektrisch. Und dann stehe ich nicht im Badezimmer, ein Bein auf dem Waschbecken und versuche irgendwie den Körper zu verbiegen, sondern ich kann das ganz bequem unter der Dusche machen. Denn, ja, Körperhaare zum Beispiel zu stutzen, ist natürlich mit der Trimmfunktion, die hier dabei ist, auch ganz einfach. Und da können Sie dann überall loslegen. Da mein Kollege wie immer aussieht, ja, wie aus dem Rasierwerbekatalog, würde ich das Gerät gerne mal in meine Hand nehmen und einfach mal sagen, Achtung, eben haben Sie gehört, wie der Scherkopf wirklich arbeitet und hier genauso. Das ist eben einfach das, was einen guten Scherkopf ausmacht. Super, und gucken Sie jetzt mal hin, der gleitet wirklich genauestens über jede Kinnpartie, denn hier ist wirklich gewährleistet, dass Sie ordentlich und sicher das rasieren können, was da weg soll. Und speziell dieser Bereich, der Lippenbereich, den finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja. Denn wenn du da einen wirklich unflexiblen Scherkopf hast, der nicht wirklich so ausgereift ist, dass du ihn führen kannst, dann schneidest du dir in die Lippen und dann siehst du am nächsten Tag aus, als hättest du roten Lippenstift. Kennen genau wir alle. Genau hier gucken Sie mal ganz einfach. Zack. Super. Und was ich toll finde ist, der Akku hält richtig lang. Das heißt, das normale halbes Gesicht ist fertig, Akku ist leer. Irgendwann, weil Sie ihn zwischendurch nicht aufgeladen haben, fällt jetzt weg. Wenn wir eine 3-Minuten-Rasur einfach mal als mathematische Grundlage nehmen, dann können wir Ihnen sagen, die Akkuladung hält sage und schreibe 3 Monate, 12 Wochen. Und das ist mal wirklich dann richtig langlebig. Es ist ja meistens so, dass du gerade bei den kabelgebundenen oder auch bei den akkubetriebenen Geräten, wenn du die mit in den Urlaub nimmst, dann meistens in den letzten 2-3 Tagen ein ernsthaftes Problem hast, denn dann ist der Akku leer und dann passt entweder der Stecker nicht in die Steckdose, ist mir im Urlaub oft genug passiert, oder man hat eben gerade keinen Strom zur Verfügung und schon stehen sie da und dann kommt wieder die Aktion mit dem Einwegrasierer und Rasierschaum und danach am nächsten Tag sieht man aus, als hätte man eine Pizza Fungi im Gesicht. Ja nicht so auf. Ich spreche da aber aus Erfahrung. Ich fange immer auf einer Seite an. Ja. Und ich stand auch im Urlaub und war, gucken Sie mir jetzt mal bitte ins Gesicht, ich stelle das mal ganz kurz nach, bis hier fertig mit dieser Gesichtshälfte. Und auf der anderen Seite waren knapp 4 Tage Bart. Oh. Raus aus dem Hotel, das war mitten in Mallorca, bis zum nächsten Supermarkt, war ein enorm weiter Weg. Und ich werde es nie vergessen, ich bin an die Ampel rangefahren, sah aus wie ein Trottel. Und es war natürlich diese Seite noch voll, die Seite nicht. Und ich gucke so rüber, um das Schild zu lesen. Und diese spanische Mama, die neben mir stand, die hat mich angeguckt, die hat sich totgelacht. Und genau das ist der Punkt. Der Akku muss lange halten. Und vor allem musst du wirklich einen großen Tank sozusagen haben, dass du auch wirklich sicher sein kannst, dass wenn du das Gerät mitnimmst und du lässt das Ladegerät dann zu Hause, nicht nach 4-5 Tagen der Akku sich selber entlädt. Ja, hier nicht der Fall. Und da können wir sicher sein. Für 47,41 € einen wasserfesten, kabellosen Herrenrasierer. Mit dieser Scherkopftechnologie, mit dem Trimmer, das ist einfach mal ein absoluter Oberhammer, was dieser Preis ist. Denn das ist ein TV-Sonderpreis, Sie sehen es, und da sollten Sie wirklich jetzt sich nicht zu viel Zeit lassen. Denn wenn Sie jemals sich beschäftigt haben mit Elektrorasierern und gesagt haben, oh, wird mal Zeit für einen neuen, der vielleicht auch wasserfest ist, dann wissen Sie, dass das jetzt im Rahmen des TV-Sonderpreises aber mal wirklich der Oberknaller ist. Denn 47,41 € für einen Rasierer, der so lange hält, bis zu 3 Monaten, das ist mal wirklich ein absolutes Traumangebot. Ich habe einen von einem holländischen Hersteller zu Hause, knapp 200 €. Ja? Also ungefähr 4-mal so teuer wie das, was wir Ihnen gerade angeboten haben. Und das Rasierergebnis ist absolut vergleichbar. Es gibt aber auch Herrschaften, die sich ganz gerne mal nass rasieren. Nur, jeder, der sich schon mal nass rasiert hat, kennt diese Sauerei. Wohin mit dem Pinsel, wenn du dich eingeschäumt hast? Wohin denn eigentlich jetzt hier auch mit dem entsprechenden Scherblatt und so weiter? Wie kriegt man das einigermaßen hygienisch und sauber und ordentlich hin? Da haben wir uns natürlich was einfallen lassen. Und da kommt jetzt hier unsere Kombination ins Spiel. Unser Rasierset in Verbindung natürlich mit dem Pinsel. Und das finde ich nicht nur praktisch, sondern darüber hinaus auch wunderschön. Das macht sich in jedem Badezimmer richtig gut. Denn es ist ja eigentlich stilisiert ein kleines Badezimmer. Es sieht aus wie ein Waschbecken. Und dieser Wasserhahn, der hat eine besondere Funktion. Da können Sie dann nämlich das, was Sie nicht brauchen, ganz einfach magnetisch aufhängen. Und das zeigt dir mein Kollege gerade. Zack, zack. Und schon hängt es. Das Set beinhaltet all das, was dabei ist. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, Moment, wo kriege ich denn die Klingen her? Sie sehen es da.
kompatibel mit Gillette Mach 3 und Mach 3 Turbo. Und das bedeutet, hier können Sie dann wirklich die soliden und beständigen Mach 3 Klingen benutzen und haben dann aber trotzdem einen stilvollen Rasierer. Ein schönes Set und keinen Plastikrasierer, sondern ein richtig tolles Set. Und gucken Sie mal, der hält auch noch, denn auch da arbeitet ein Magnet für Sie. Und 62% Preisnachlass. 18,91 Euro. Wer jemals versucht hat, ein Rasierset mit Pinsel zu kaufen, weiß, das kann richtig schnell erstens anstrengend werden, weil du keine vernünftigen findest. Richtig. Wenn du dann welche findest, dann wird es richtig teuer. Jetzt nicht. Und überlegen Sie mal, das ist wirklich das perfekte Geschenk für jeden, der sich ja rasieren muss. Und das bedeutet, ja, knapp die Hälfte der Menschheit muss sich rasieren. Ja. Sind ja nun mal Männer. Und insofern ist das einfach wirklich das ultimative Geschenk für jeden Mann. Denn eine richtig schöne Nassrasur ist für mich eine richtige, ja, das zelebrierst du morgens. Da stehst du und genießt das richtig. Mhm. Und das fängt ja schon generationsübergreifend an. Ich weiß es noch, mein Papa hat das gemacht und mein Vater macht es noch immer. Und ich stand als kleiner Steppke ungefähr in der Höhe, so am Waschbecken und habe immer hochgeguckt. Und dann wurde mir, obwohl ich noch keinen Bart hatte, erklärt, wie man das macht. Mit dem Strich, nicht gegen den Strich und. Und mein Vater hatte eben so einen Pinsel. Und für mich ist das seit damals wirklich einfach ein Ausdruck von Harmonie, von einfach einem schönen Gefühl am Morgen, was dich auch wirklich beruhigt, finde ich. Du verlierst zwar enorm Zeit, in Anführungsstrichen, du könntest dich natürlich auch mit dem eben kabellosen Rasierer auf dem Weg in die Küche, kannst schon mal die Kaffeemaschine anmachen und. Aber ich finde, durch eben diese Ruhe, die du dafür aufwenden musst in dieser Zeit, hast du einfach danach auch wirklich ein viel, viel schöneres Gefühl, denn irgendwie bist du selber viel glatter im Gesicht. Also zum einen ist eine Nassrasur meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, immer wesentlich gründlicher als jede Rasur mit einem Trockenrasierer. Das ist so meine Erfahrung. Natürlich kommst du mit einem Trockenrasierer auch mal etwas besser an die Problemzonen ran. Insofern gibt es für beide Seiten definitiv Vor- und Nachteile. Wichtig finde ich aber gerade bei so einem Rasierpinsel, gerade wenn man sich hier im Gesicht mit dem Pinsel rumvorwerkt hier, dann müssen sie weich sein. Und das ist wirklich seidenweich hier. Damit kannst du vernünftig den Schaum verteilen. Und es ist natürlich auch eine sehr hygienische Angelegenheit. Denn wenn du jetzt so einen Rasierpinsel dann einfach nur auf den Waschtisch daneben legst, da sind Bakterien und so weiter, das muss nicht unbedingt sein. Den kannst du jetzt einfach mit dem Magneten hier dranhängen, dann kann der in Ruhe austropfen, kannst das alles super ausreinigen, ist alles hier aus rostfreiem Edelstahl gemacht. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und für 18,91 Euro, ich bitte dich, das ist dann wirklich kein Preis für so ein schönes Set. Normalerweise reden wir hier von 50 Euro, wir haben es heute unter 20. Ja, klar. Mindestens. Und ich würde sagen, eins packen wir schon mal ein und schicken das einfach mal nach Köln. Oder du nimmst es mit nach Köln und gibst das einfach mal bei Endemol ab zu Händen Paul Jahnke. Oh, war ja. Dann kann der einfach mal loslegen, denn Mach 3 gleitet übers, ist egal. So, jetzt haben wir natürlich auch noch genau das, was wir vorhin thematisiert haben. Denn Einwegrasierer nimmt man gerne mal mit, braucht man mal zwischendurch. Mhm. Und jetzt könnten Sie im Drogeriemarkt richtig Geld dafür ausgeben. Also wir fangen mal an, dass Angebot des Drogeriemarkts für Sie noch mal ganz kurz sacken zu lassen. Das, was mein Kollege Ihnen gerade zeigt, nämlich eine flexible Klinge und 4 hochwertige Edelstahlklingen, ja, das ist dann meistens, man kommt in den Drogeriemarkt rein und dann sind die ganz unten so in der Rasiererabteilung gepackt. Du fängst an mit den typischen gelben, mit einer Klinge. Mhm. Schneidest du dich damit irgendwo im Gesicht, siehst du aus wie Scarface. Dann gehst du eine Nummer weiter, noch eine Nummer weiter und die mit den 4 Klingen, die liegen immer ganz außen im Drogeriemarkt, nämlich hier irgendwo. Weil sie teuersten sind. Und da sind dann 5 Stück drin und ich habe gestern, weil ich wusste, dass wir heute die Sendung machen, mal geguckt. 8,99 für 5 Einwegrasierer empfinde ich schon fast als eine Frechheit. Ist es auch. Denn es ist, wie gesagt, ein Einwegrasierer. Das heißt, du wirfst ihn danach weg. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir würden ihn gerne richtig gute, hochwertige, flexible 4 Klingen Einwegrasierer jetzt zu einem absoluten Sonderpreis anbieten. Er passt sich, Sie haben es gesehen, allen Konturen an. Ideal für Links- und auch für Rechtshänder. Und das Ganze für 2 Euro. Da kannst du wirklich nichts mehr gegen sagen. Das ist ein fantastisches Set, was wir Ihnen gerade hier anbieten. Und gerade auch durch diese 4-Klingen-Technologie, gerade auch mit diesem Gel-Gleitstreifen, den wir hier oben haben, können wir Hautirritationen oder die berühmte Pizza Fungi, diese typischen Rasierpickel, die der ein oder andere immer noch bekommt, gerade beim Nassrasieren, schlicht und ergreifend. So ich kenne das Problem, gerade im Halsbereich, gerade damals, als ich angefangen habe, das ist schrecklich. Und vor allem, wenn du einen Tag später wieder drüber rasieren musst, da kommt richtig Freude auf. Und dann am besten noch ein scharfes Aftershave mit Alkohol drauf. Da wundern Sie sich, dass nebenan im Badezimmer geschrien wird. 2 Euro für ein komplettes Set ist ein absoluter Schnapperpreis. 4 Stück mit den Edelstahlklingen, alles komplett mit dabei, mit der NC4962 in Blau, mit der NC4963, gerne aber auch in Pink. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch den Damen ein Stück weit entgegen, die auch andere Körperregionen ganz gerne mal nass rasieren. Beine,
Und die anderen Regionen, wo Haare sind, sollten natürlich, wenn rasiert, dann auch vernünftig rasiert werden. Und auch da kannst du einfach mal im Drogeriemarkt gucken. Sobald du an den flexiblen Schwingenkopf kommst oben, also an den Scherkopf sozusagen, da wo die Klingen drin sind. Und sobald du erwartest, dass mehr als eine Klinge drin ist, bist du gleich auf der teuren Seite. Richtig. Und da haben wir gesagt, nee, wenn wir es für die Männer anbieten, bieten wir es auch für die Damen an. Denn auch hier soll eine hautschonende, eine schöne Rasur, die sich allen Konturen anpasst, natürlich möglich gemacht werden. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt dieses Viererset in Pink, ja, für 2 Euro an. Und dann können Sie auch sicher sein, dass in Ihrem Badezimmer der blaue nicht aus Versehen mit dem pinken verwechselt wird. Ganz genau, richtig. Also ich finde es eine ganz tolle Geschichte. Übrigens werden wir Ihnen gleich auch noch verraten, wie Sie die Lebensdauer dieser Klingen um bis zu 4-mal verlängern können. Auch das nochmal ein ganz interessanter Ansatz. Wir haben uns eigentlich gedacht, die blauen für die Herren und die pinkfarbenen für die Damen. Wobei unterm Strich gesehen die Farbe, glaube ich, eher Makulatur ist. Da suchen Sie sich bitte einfach das raus, was Ihnen am besten gefällt. Vom Rasierergebnis her ist es genau das Gleiche. Eben für 2 Euro im praktischen Viererset. Einmal in blau mit der NC4962. Und der 569, 4 Stück für gerade mal 2 Euro. Oder natürlich auch in Pink mit der NC4963 und der 569, ebenfalls 4 Stück für gerade mal 2 Euro mit den hochwertigen Edelstahlklingen. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit, die wir hier für Sie haben. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal verraten, wie Sie die Lebensdauer der Klingen verlängern können. Denn auch wenn 2 Euro meines Erachtens ein richtiger Schnäppchenpreis ist, möchte man vielleicht trotzdem ganz gerne auch so eine Klinge mal etwas länger benutzen und sie vor allen Dingen auch dann, wenn sie langsam stumpf wird, einfach mal wieder scharf hinbekommen. Da haben wir den Blade Master im Programm. Es geht ja auch darum, das, was Sie gerade gesehen haben, das sind 4. Jetzt habe ich einen benutzt, den zweiten benutzt, den dritten benutzt und jetzt komme ich irgendwann zum vierten. Und irgendwann ist der stumpf. Und dann stehe ich da. Ja. Unangenehmes Gefühl, denn eine stumpfe Klinge über die Haut zu führen, das tut richtig weh. Und das irritiert dann richtig die Haut. Und dann können Sie sicher sein, dass Sie nicht nur den klassischen Rasurbrand haben, sondern dass es einfach wirklich die Haut komplett für tagelang so irritiert, dass sie wirklich rot und dass sie auch wirklich kratzen und dass es auch wirklich wehtut. Jetzt gibt es ein Wunderwerk. Und dieses Wunderwerk haben wir jetzt für Sie. Denn das ist der Blade Master. Und hier kommt wirklich ganz einfach etwas zum Tragen, denn ich lege es nur drauf. Und schon arbeitet ein Magnetfeld daran, dass genau diese kleinen, diese ganz, ganz mikroskopisch kleinen Kanten, die in die Klinge gezogen werden, dass natürlich bei jeder Rasur, Sie haben es eben gesehen, Herr Ruland zum Beispiel hat eine etwas andere Kinnstruktur als meine. Du setzt natürlich die Klingen an und die Klingen berühren die Haut und dann verformen sie sich leicht. Und hier können wir sicher sein, dass egal wie die Klingen vorher bewegt wurden, egal ob Mehrklingensystem, Lady Schäfer, egal was Sie benutzt haben, jede Art von Rasierklinge legen Sie hier drauf und dann arbeitet das Magnetfeld. Ja. Genau das ist der Punkt. So zieht nämlich dieser Magnet diese Klinge einfach wieder glatt und gerade. Wie du richtig sagst, das funktioniert mit den ganz normalen Einwegklingen, mit den Einmalklingen, mit den Dreier-, mit den Viererklingen gleichermaßen. Die Lady Shave-Geschichten kriegst du damit auch wieder glatt. Und damit kann man hier tatsächlich die Lebensdauer einer solchen Klinge locker mal um das 4-fache verlängern. Ganz egal, von welchen Klingen wir sprechen, ob wir jetzt von unseren sprechen oder auch von den richtig teuren. Da gibt es also ganz teure Modelle. Das sieht man immer im Supermarkt an der Kasse. Selbst im Großmarkt kosten die ein kleines Vermögen. Und da ist es mir doch wichtig, und auch ganz interessant für mein eigenes Portemonnaie, dass ich die Lebensdauer meiner Klingen einfach etwas verlängere mit dem gleichen guten Rasierergebnis. Gilt natürlich auch für die Damen, für die Beine, für die Achseln. Auch da muss eine Klinge einfach scharf sein, damit du keine Verletzungen davon trägst. Und für 14,16 Euro nimmst du das einmal in die Hand und hast die nächsten Jahre wahrscheinlich keine Probleme mehr mit stumpfen Klingen. Super. Es geht ja aber nicht nur ums Geld. Denn wenn man mal zurückdenkt, als D-Mark noch Euro war, haben richtig hochwertige Rasierer 6-7 Mark gekostet. Mit 4-5 Klingen. Da hast du Klingen dazu gekauft, das waren nochmal 4 Mark. Ja. Heutzutage ist es ja so, du kaufst wirklich einen Rasierer und denkst, Moment mal, wenn du das dann noch in D-Mark umrechnest. So, und dann halten die Klingen heutzutage. Ja, ich habe das Gefühl, immer kürzer und immer kürzer und immer kürzer. Hier hast du jetzt wirklich die perfekte Möglichkeit, dann erstens Geldbeutel, aber auch die Umwelt zu schonen. Denn Plastik, all das fällt dann natürlich nicht mehr so häufig in den Müll zu Hause, sondern du hast einfach die Möglichkeit zu sagen, es hält wirklich länger. Das Ganze für 14,16 Euro sollten Sie sich jetzt wirklich nach Hause holen, denn jeder Rasierer hält bis zu 4-mal so lang und das ist dann natürlich erstens eine Gewährleistung, dass Sie sich länger und entspannter gut rasieren können und natürlich auch der Weg, dann zum Beispiel immer wieder neue Rasierer zu besorgen oder bei uns unter der 0180 51 51 3x2 anzurufen, das bleibt Ihnen dann erspart. Genau. So, das war unsere Rasierersendung. Jetzt habe ich an den Stellen angefangen. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal nachlegen. Ich nehme jetzt gleich mal den kleinen Elektrorasierer, die Sie wissen schon, den für 6,56 Euro und werde mal sauber machen. Und Sie rufen jetzt einfach mal an, denn das waren wirklich traumhafte Angebote. Also,
anrufen.